Liebe Bürgerinnen und Bürger, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und die besinnlichen Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Im Rückblick auf dieses Jahr möchte ich allen Bürgerinnen und Bürgern an dieser Stelle danken, dass wir gemeinsam unsere Stadt und den Ortsteil Valgenau auch unter schwierigsten gesamtgesellschaftlichen Umständen weiterhin positiv entwickeln konnten. Flöha verfügt über ein großes Potenzial engagierter und auch ehrenamtlich aktiver Menschen. Die Pandemie hat viele Projekte und Aktivitäten ausgebremst. Doch der Ideenreichtum und der Einsatz unserer Einwohner und Vereine ist erfreulicherweise ungebremst. Die Unternehmen, Handwerker und Dienstleister im Ort führten durch harte Arbeit, innovative Ideen und Improvisationsgeist ihre Geschäfte durch wirtschaftlich sicherlich schweres Fahrwasser. Die Bürgerschaft und die Wirtschaft mehren damit auch weiterhin den ideellen Reichtum unserer Stadt und schaffen gesellschaftliche und ökonomische Mehrwerte vielfältigster Art. So haben die vergangenen Jahre und insbesondere das Jahr 2022 mir gezeigt, dass trotz der großen Fragen und Probleme unserer Zeit das Gemeinschaftsgefühl, die heimatliche Identität und wirtschaftliche Stärke der Kompass für ein friedliches und konstruktives Miteinander unserer Stadtgesellschaft sein können. Unsere Kindereinrichtungen und Schulen gingen wieder in den Normalbetrieb, nachdem 2 Jahre unsere jungen Familien, das Betreuungspersonal und die Lehrerschaft unter oft schwierigsten Umständen die heranwachsende Generation betreute und unterrichtete. Ihnen gelten mein besonderer Dank und Respekt. Auch die Pflegeeinrichtungen und die Ärzteschaft haben unter oft schwierigsten Bedingungen den Pflegebedarf und die medizinische Grundversorgung sichergestellt. All die Probleme unserer Zeit gehen einher mit dem Mangel an Arbeits- und Fachkräften, welcher die Einrichtungen und Unternehmen oft an die Belastungsgrenzen bringt. Eine besondere Herausforderung war dieses Jahr der Umgang mit den geflüchteten Menschen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet. Und auch hier hat sich erneut gezeigt, dass die Bürokratie unseres Landes auf außergewöhnliche Situationen nicht vorbereitet ist. Deshalb danke ich an dieser Stelle vor allem den zahlreichen freiwilligen Helfern, die den Kriegsflüchtlingen zur Seite standen und noch stehen. Denn noch ist es nicht absehbar, wann sie in ihre Heimat zurückkehren können. Die kommunalpolitischen Ziele einer nachhaltigen, sozial ausgewogenen und attraktiven Stadt konnte durch den Stadtrat und den Valgenauer Ortschaftsrat auch dieses Jahr schrittweise fortgesetzt werden. Auch wenn nebenbei bemerkt, der Straßenbau des Freistaats und die damit einhergehenden Verkehrssituation der letzten Monate sicherlich einen anderen Eindruck bei uns allen erweckten. Der Brückenneubau über die Tschobau und die schrittweise Straßensanierung an der B173 sind unbestritten notwendig. Hier beweist sich aber erneut, welche Bedeutung die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts der Südtrasse, Stichwort Brücke in Richtung Valgenau, für die innerörtliche Verkehrsentlastung, die Verringerung des CO2-Wertes und die Versorgungssicherheit im Hochwasserfall besitzt. Durch das 2016 begonnene städtische Energiemanagement konnte mit der Sächsischen Energieagentur SAENA bis 2021 der Energieverbrauch an städtischen Gebäuden und Einrichtungen um 40% reduziert werden. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik in Valgenau und in Teilen von Flöha wird den Stromverbrauch weiterhin deutlich senken. Der Neubau der Stegbrücke wurde nach langer Planungsvorbereitung begonnen und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Radverkehrskonzeptes. Mit der Fertigstellung
der Erschließung des künftigen Wohngebietes am Bergmannsteig wurde die Voraussetzung geschaffen, im kommenden Jahr die Grundstücke zu veräußern. Weitere Buswartehäuschen wurden durch die Schülerinnen und Schüler in Flöha und Falkenau mit originellen Motiven verschönert und der Heimatverein Falkenau gestaltete den Bergbau-Rundwanderweg am Zechengrund touristisch weiter aus. Nach einer zweijährigen Pause rangen die Hobby-Bootsbauer beim Flusspiratentreffen auf der Tschobau wieder um das schönste selbstgebaute Boot und tags darauf erradelten die Flöhrner den 6. Platz beim Envia-Städtewettbewerb 2022. Auch das traditionelle Fest der Freiwilligen Feuerwehr konnte an 2 Tagen die Besucher endlich wieder in gewohnter Atmosphäre begeistern. Das Parkpicknick und das 19. Straßenfest des Gewerbe- und Festvereins waren weitere Höhepunkte im Leben unserer Stadt. Zahlreiche musikalische Konzertreihen der evangelischen Kirche bereicherten die Kulturszene. Und der Adventszauber an der Georgenkirche unter Beteiligung der Grundschule fand wieder freudige Aufnahme bei der Bevölkerung in weihnachtlicher Atmosphäre. Die Wiederaufnahme des sportlichen Wettkampfbetriebs ist ein wichtiger soziokultureller Beitrag zur Stabilisierung der Gesundheit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der Handballverein VfB Blau-Gelb feierte mit einem sportlichen Festwochenende sein 100-jähriges Jubiläum. Mit Unterstützung der Deutschen Bahn und unserer Stadt wurde das Bahnhofstunnel mit 38 Kunstwerken ausgestattet und soll die erste Etappe des künftigen Kunstbahnhofs darstellen. Ein Bestandteil des Purple Pass-Pfades der Europäischen Kulturhauptstadt in Chemnitz 2025. Das Street Art Festival E-Book war in diesem Jahr erneut ein Besuchermagnet mit über 10.000 Gästen in der Industriebar der ehemaligen Buntpapierfabrik. Rund 70 Kunstschaffende aus ganz Europa und Übersee präsentierten in der 5.000 Quadratmeter großen Industriebar ihre Graffitis, Malereien und Illustrationen sowie Installationen, Skulpturen und Multimedia-Projekte. In das sich neu entwickelnde Stadtzentrum zieht weiter Leben ein. Hier bezogen im Frühjahr die ersten Mieter die Räume im 1887er Bau und 2023 soll hier nach mehrfacher baulicher Verzögerung der Umzug in das neue Rathaus mit einem modernen, ausgestatteten Bürgerservice vollzogen werden. Im Rahmen der Bundesförderung Nationale Projekte des Städtebaus 2022 wurden wir mit dem Projekt Neue Mitte Flöha als Premium-Projekt ausgezeichnet. Im Oktober durfte ich aus den Händen der Bundesbauministerin Geiwitz die Auszeichnungsurkunde mit einer Summe von 1,1 Millionen Euro dotiert entgegennehmen. Diese Summe finanziert einen Großteil der Umsetzung des neuen Marktplatzes in der alten Baumwolle. Eine Bürgerumfrage zu Fragen der Ordnung und Sicherheit ergab vom sächsischen Innenministerium eine erstellte Sicherheitsanalyse, welche die Grundlage zur Vorbeugung und Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten, Vandalismus und Kriminalität sein sollen. Hier danke ich den Kräften der Landes- und der Bundespolizei für die enge Zusammenarbeit im Rahmen unseres ASKOM-Projekts. Die Digitalisierung des Unterrichts ist als eine Voraussetzung unseres Bildungssystems für die Zukunft zu sehen. Die planerischen, sehr aufwendigen Voraussetzungen sind Ende 2022 erfolgt und 2023 soll in den Schulen die erforderliche passive Netzinfrastruktur installiert werden. Die Kosten hierfür entscheiden über die weiteren Schritte zur Fortführung. Die Sorgen um die Folgen der Inflation, der Preisentwicklung auf den Energiemärkten und der Strom- und Wärmeversorgung werden uns auch gemeinsam 2023 weiter begleiten. Ja, auch der Betrieb und die Unterhaltung
städtischer Einrichtungen und Liegenschaften wird für den Haushalt der Stadt in den kommenden Jahren enorme Mehrausgaben mit sich bringen und erforderliche Mehreinnahmen sind zu generieren. Der Stadtrat ist sich jedoch mit der Verwaltung einig, dass in der Haushaltsplanung 2023 eine Steuererhöhung das völlig falsche Signal an die Bürgerschaft wäre, um die kommenden Probleme zu bewältigen. Hier sehen wir zuvorderst den Bund und den Freistaat Sachsen in der Pflicht, auch den Städten und Gemeinden Mittel zur Verfügung zu stellen, um als Kommune weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Die Stadt will mit Augenmaß und sozialem Verantwortungsbewusstsein die kommenden Herausforderungen und Schwierigkeiten gemeinsam mit der Stadtgesellschaft bewältigen. Dazu sind alle politisch Verantwortlichen und auch Sie aufgerufen. Wenn Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede an die Nation am 28. Oktober uns auf härtere Zeiten einstimmte, ist das für mich ein Zeichen, dass uns spürbare Veränderungen aller Lebensbereiche bevorstehen. Einige unserer Erwartungen und Ansprüche werden schwer zu halten sein. Die dafür erforderliche Einsicht der Menschen verlangt jedoch vor allem eine verantwortungsvolle und nachvollziehbare, ehrliche Politik gegenüber der Bevölkerung. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte mich bei Ihnen allen herzlich bedanken, dass wir trotz der sehr unruhigen Zeiten auch mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken können. Es ist angesichts der vielen Ungewissheiten und Gefahren schwer, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Ich bin jedoch davon überzeugt, wenn wir gemeinsam uns der Zukunft stellen, werden wir auch im kommenden Jahr viel erreichen können. Die Angestellten der Stadtverwaltung, denen ich für ihre Arbeit sehr dankbar bin, und ich werden Ihnen auch weiterhin als Ihr öffentlicher Dienstleister im Rahmen unserer Möglichkeiten zur Seite stehen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches und unbeschwertes Weihnachtsfest bei bester Gesundheit. Für das bevorstehende Jahr bleiben uns allen der innere und äußere Frieden als Fundament unserer erworbenen Wohlstände erhalten.